Hi, ich bin Charla. Ich bin der Chayan. Zusammen sind wir die Tox. Und das ist unser Vibe. Wir sind seit, wie lange sind wir zusammen? 6 Jahre? 2017. Ja, seit, keine Ahnung, 6 Jahren zusammen und seit 3 Jahren verheiratet und erwarten jetzt unser erstes Kind. Mhm. Außerdem sind wir auch noch Geschäftspartner. Wir sind seit einem Jahr zusammen auf Social Media tätig. Genau, ich habe ursprünglich eigentlich Medizin studiert. Und was hast du gemacht, Schatz? Ich habe in der Bank gelernt. Ich bin gelernter Banker. Und was machen wir jetzt? Jetzt betreibe ich ein Schuhgeschäft. Und wir machen zusammen Social Media. So, hier einer meiner Lieblingssneaker. Ich packe ihn euch mal aus. Ich liebe diesen Schuh einfach. Es ist nämlich ein Travis Scott Dunk. Der ist sehr selten und der ist aus meiner privaten Sammlung. Das ist wirklich mein eigener Schuh, mein Heiligtum. Ich kann bezeugen, dass es dein Heiligtum ist, weil wenn ich ihn anfasse, gibt es jedes Mal Stress. Da gibt es richtig Stress. Der bleibt jetzt auch zwischen uns. Finger weg. 2018 habe ich angefangen, Schuhe zu sammeln, und zwar privat. Unsere ganze Wohnung stand voll mit Schuhkartons. Die Wohnung, die Schränke, alles war voller Schuhe. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte alles nicht mal war voll. Durchlaufen. Und irgendwann kam dann der Gedanke mit meinem Geschäftspartner, wir machen einen Sneaker-Store auf. Und dann haben wir das auch umgesetzt. Und dann waren alle Schuhe weg und ich hatte wieder Platz zum Gehen. Außer ein paar, und zwar die aus meiner privaten Sammlung. Für uns ist unser absoluter Lebensmittelpunkt gerade unsere Tochter, die wir in 2 Monaten erwarten. Witzigerweise, wann ist der Geburtstermin? Am 24.12., also Weihnachten. Am Weihnachten. Wir haben uns für den Namen Helin entschieden, aus dem Kurdischen. Und der bedeutet Geborgenheit. Und außerdem heißt meine Schwester Selin, das heißt Helin und Selin reimt sich. Und somit haben wir beide Seiten abgedeckt. Wir haben eine Kette mit ihrem Namen machen lassen, weil wir uns dachten, ich trage die jetzt einfach ein paar Jahre. Und wenn sie dann alt genug ist, dann werde ich ihr die schenken. Und es wird einfach so einen emotionalen Wert haben, weil ich sie getragen habe und sie dann von mir bekommen wird irgendwann. Unser Vibe ist es, gemeinsam voranzukommen. Wir haben ja vor ungefähr einem Jahr angefangen mit Social Media. Und ich muss tatsächlich zugeben, es war nicht ich, die so diszipliniert war, sondern er. Und er hat uns dann jeden Tag gepusht und gesagt, hey, wir machen das und es macht uns Spaß und es bereitet uns Freude. Deshalb wollen wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und er hat mich da einfach mitmotiviert und... Ich bin da einfach so ein Typ, einfach machen. Ja. So was einem Spaß macht, was einen auch voranbringt irgendwo, wo man auch Erfolge sieht, einfach machen. Und du bist sehr risikofreudig. Ich bin immer so ängstlich und sicher, aber du warst einfach der gesagt hat, hey, wir versuchen's, wir machen's und wir probieren das jetzt und geben dem Ganzen eine Chance. Und das war im Endeffekt die beste Entscheidung, die wir hätten fällen können. Wir haben nichts zu verlieren. Ja. Hauptsache, wir sind zusammen. Das ist einmal unser Ehering und darunter ist mein Verlobungsring, mit dem ich den Antrag bekommen habe. Dazu muss ich euch auf jeden Fall eine witzige Geschichte erzählen, wie das alles zustande gekommen ist. Es war 2017. Ja. 2017 habe ich Charla den Antrag gemacht und die Charla hat im Ausland studiert. Bedeutet, sie hat den Flughafen gehasst. Das war ein schlimmer Ort für mich, weil das war immer Abschied. Flughafen war einfach immer Abschied. Ja, von der Familie, von den Freunden, von dir. Allen, von mir. Ja. Von mir war der Schlimmste, oder? Ja. Auf jeden Fall dachte ich mir, wie schaffe ich es, dass Charla diesen Flughafen anfängt zu lieben. Ich mache ja am besten den Antrag am Flughafen. Und wann? Am 14.02. und zwar am Valentinstag, weil Charla hasst den Valentinstag. Ja, und dann bin ich gelandet und komme auf diesen Riesenplatz am Münchner Flughafen und sage so, hey, guck mal, weil eine Freundin hat mich abgeholt, ich so, hey, guck mal, da ist ein Antrag. Und dann sehe ich einfach, dass er da auf so einer fetten Bühne steht. Ich habe extra angerufen, habe da alles klar gemacht. Ja, da war eine Riesenbühne, alle meine Freunde und Familie standen da und er stand da einfach mit Blumen und hat mir diesen Antrag gemacht auf dieser Bühne. Und bin auf die Knie gegangen vor dir. Gut gemacht. Wir haben eine richtig krasse Story zu dieser Uhr vom Chayan. Als wir umgezogen sind, war es bei uns echt mit dem Geld total knapp. Also wir hatten echt Probleme und haben dann die Uhr einfach ins Pfandleihhaus gebracht und haben uns Geld geholt, um unsere Küche zu bezahlen. Und deshalb hat diese Uhr so einen krass emotionalen Wert, weil wir mussten dieses Geld dann irgendwie abarbeiten, um die Uhr wieder zurückzuholen, bevor sie verpfändet wird. Richtig. Es war, ja, richtig krass. Es war für mich auch ein emotionaler Stress auf jeden Fall. Das ist unser Mutterpass. Hier wird alles dokumentiert, was unser Baby angeht. Und wir wollten eigentlich schon viel früher Kinder haben, aber es ging nicht, weil es einfach... Ich habe noch studiert, dann habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und es war einfach... Es hat alles nicht reingepasst und wir waren zu... Zu jung zu vielleicht noch. Zu ängstlich auch. Zu ängstlich, ich weiß nicht. Und dann haben wir es versucht und es hat ein bisschen gedauert. Und als es dann geklappt hat, oh mein Gott, als ich diesen Mutterpass bekommen habe und die erste Eintragung reinging, das war einfach... Der glücklichste Moment in unserem wirklich Leben. Wirklich der glücklichste Moment in meinem ganzen Leben, das erste Mal diesen Ultraschall zu sehen und sie zu sehen, das war einfach unbeschreiblich. Ich habe noch nie sowas gefühlt. Im Endeffekt wird einfach alles dokumentiert, wenn man zu den Untersuchungen geht, bei der Gynäkologin alle 4 Wochen. Wir haben jetzt
am Freitag den nächsten Termin und da wird das erste Mal werden quasi ihre Herztöne aufgezeichnet. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich auch, eine halbe Stunde lang, und hier steht halt auch alles drin, so was meine Blutgruppe angeht und ja, einfach alles, was man wissen sollte über die Schwangerschaft und über das Baby und die Mama. Das ist mein Handy. Eigentlich ist es ja unser Handy, weil wir benutzen es ja zusammen. Auf jeden Fall ist das bei uns nicht mehr wegzudenken, weil wir damit arbeiten. Es ist eigentlich den ganzen Tag in unserer Hand. Wir schneiden damit Videos, wir machen damit Fotos, wir nehmen unsere Community in den Stories mit und zeigen denen einfach so ein bisschen unseren Alltag. Und es macht einfach total Spaß. Ich liebe es. Das ist das Schönste, was es gibt. Ja. Es erfüllt uns richtig. Hast du da Kleingeld in deiner Hose? Ja, warum? Her damit. Her damit. Das ist auch so eine Sache an uns. Ich klaue dem Cheyan immer sein Kleingeld und sammle das. Und irgendwann nehme ich diese ganze Sparbüchse und löse es ein und dann haben wir richtig viel. Also welche Message würdet ihr den Leuten da draußen mitgeben? Auf jeden Fall macht das, was euch Spaß macht. Riskiert auch mal was. Habt nicht so viel Angst. So, traut euch. Traut euch das zu machen, was euch erfüllt. Traut euch das zu machen, was ihr liebt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr den richtigen Effort reinsteckt, dann bekommt ihr da auch was zurück. Das funktioniert. Safe. Man muss sich nicht immer zufrieden geben. Man kann auch wirklich mal über seine Grenzen hinausgehen. Und nimmt das Leben nicht zu ernst, denn wir kommen eh nicht lebend raus. Tschüss. Ciao.